Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Thema. Ja, heute geht es endlich mal wieder los mit Wärmepumpen. Ja, die Heizsaison steht vor der Tür und es ist wieder Zeit, uns hier ein bisschen mehr mit Heizungssystemen zu beschäftigen. Und den Anfang macht dieses Jahr ein neuer Star am Wärmepumpenhimmel, nämlich die LG Therma V. Eine Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe, die extra für die Altbausanierung konzipiert wurde. Mit diversen Features wie zum Beispiel Anbindung an das Smart Home System, die Möglichkeit, dynamische Stromtarife zu verarbeiten, aber natürlich auch die entsprechenden Leistungsklassen, dass das Ganze für eine Altbausanierung funktioniert. Und das wollte ich mir natürlich mal anschauen. LG hat mich auch eingeladen auf die IFA nach Berlin. Da durfte ich den Messestand besuchen und konnte mir vom Vertriebsleiter von LG ein bisschen die Therma V zeigen lassen. Das Ganze war ziemlich interessant und ich würde sagen, wir springen mal als erstes rüber zur IFA und schauen uns das gute Stück einmal genauer an. Ein kurzer Hinweis an der Stelle, ich entschuldige mich etwas für den Ton. Meine Mikrofone haben getan, was sie konnten, aber es war einfach auf der IFA unfassbar laut und deswegen ist die Tonqualität im Bereich des Interviews leider nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber ich hoffe, ihr könnt es weiterhin noch vernünftig verstehen. So Freunde, und da sind wir auf der IFA in Berlin am Stand von LG und ich bin hier im Eingangsbereich und man sieht schon, das ist wirklich mal ein ernstzunehmender Messestand. Und der ist ziemlich groß, da muss ich gleich mal schauen, wo da denn die Wärmepumpen stehen. Wir wollen uns ja heute die neue Therma V anschauen und da gucke ich mal, ich melde mich gleich mal an und dann sehe ich mal, dass ich einen Kollegen hier finde, der mir so ein paar Fragen zu der Therma V beantworten kann. Ja, jetzt habe ich genau den richtigen Mann getroffen, den guten Steffen, der ist seines Zeichens Vertriebsleiter für LG in dem Bereich Wärmepumpen. Ja, vielen Dank. Hallo Marc. Moin. Ja, und hier stehen wir auch schon direkt an der Therma V. Und das sieht also erstmal schon mal nach einem richtig coolen Gerät aus, nach einem richtig großen Gerät. Ja. Und ich habe hier schon einige Sachen nebenbei gesehen. Da werden wir gleich auch mal einen Blick drauf werfen. Aber zuerst geht es um die Wärmepumpe. Ja, das ist jetzt ja die Therma V, eine Monoblock-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, R290, ja. Eure erste. Ja. Ja. Wir haben ja Anfang vom Jahr rausgebracht, die Wärmepumpe auf dem deutschen Markt. Wird jetzt schon in großen Stückzahlen auch verkauft deutschlandweit. Ja. Und läuft problemlos. Wir haben uns halt einiges einfallen lassen, wo wir einfach Verbesserungen gemacht haben, wo wir auch die Leistungen des R290 voll ausspielen. Einmal ist die Wärmepumpe sehr, sehr leise. Selbst bei 16 kW haben wir einen 3 Meter Abstand nur 35 Dezibel. Und wir können auch Temperaturen bis 75 Grad ohne Heizstab verwirklichen. Ja, und da natürlich nicht alle von euch immer so tief im Thema Wärmepumpentechnik unterwegs sind und ich jetzt nicht möchte, dass das in so ein übelstes Fachgespräch da ausartet, werde ich mal ab und zu hier aus meinem kleinen Studio nochmal in das Interview hineingrätschen, um euch dann so ein paar Punkte noch ein bisschen zu erläutern und vielleicht auch zu erklären, warum das jetzt eine interessante Geschichte ist. Zum Beispiel die gerade angesprochene 75 Grad maximale Vorlauftemperatur. Das ist also schon für eine Monoblock-Wärmepumpe, die eben mit einem natürlichen Kältemittel Propan, also R290 arbeitet, durchaus eine Ansage, kann man so sagen. Also die meisten Wärmepumpen, die ich bisher so gesehen habe, liegen eher so im Bereich 60, 65, maximal vielleicht so in Richtung 70 Grad Celsius, wobei man da eben auch immer noch gucken muss, bei welcher minimalen Außentemperatur funktioniert das denn, ohne Heizstab wohlgemerkt. Ja, also das ist schon durchaus ein Qualitätsmerkmal, wenn man da so eine 75 Grad erreichen kann. Der Punkt ist der, das ist natürlich die maximale Vorlauftemperatur. Dabei würde man die Wärmepumpe im Prinzip nicht betreiben, aber es gibt einem durchaus einen Hinweis darauf, weil man halt einiges an ausgeklügelter Technik benötigt, um solche Temperaturen zu erreichen. Das ist vielleicht so ein bisschen, kann man das immer wieder vergleichen mit Automobiltechnik, ja? Ein Auto, was 150 km/h Maximalgeschwindigkeit hat und ein Auto, was 300 km/h Maximalgeschwindigkeit hat, da reicht nicht nur ein größerer Motor. Ja? Man braucht auch ganz anderes Fahrwerk, Dämpfer, Abstimmung, Aerodynamik, da kommen ganz viele Punkte mit rein, die eben dafür sorgen, dass das eben entsprechend Höchstgeschwindigkeit oder Höchstwerte erreichen kann. Und so gehört das bei einer Wärmepumpe halt auch dazu. Da gehört halt die Verdichtertechnik zu und noch vieles mehr, damit das technisch überhaupt möglich ist. Und das sorgt automatisch auch meistens dafür, dass dann die gesamte Wärmepumpe als System bei niedrigeren Temperaturen wesentlich effizienter läuft. Ach ja, nicht erschrecken übrigens bezüglich der Größe von der gezeigten Wärmepumpe. LG hat auf der IFA in Berlin die große Variante ausgestellt. Das ist also das sogenannte große Gehäuse. Da kannst du die Leistungsklassen 9 bis 16 kW mit abdecken.
Und das ist natürlich schon für ein kleines Einfamilienhaus viel zu viel. Ja, das ist also mehr was für den wirklichen Altbau mit hoher Heizlast oder eben sogar fürs Mehrfamilienhaus. Ja, aber jetzt im kommenden Monat kommt ein kleines Gehäuse dazu auf den Markt. Das wird also ein ganzes Stück schmaler, flacher und natürlich auch dünner werden. Und da kannst du dann die Leistungen 7 kW und 9 kW mitbestellen. Und im nächsten Jahr soll noch eine noch kleinere Variante mit 5 kW kommen. Das ist dann schon so der Bereich, wo man auch schon, sag ich mal, von 5 bis 7 oder maximal 9 kW, das ist definitiv der Bereich, wo man im Altbau unterwegs ist, auch in etwas kleineren Häusern, so wie unserem. Wir haben bei uns zum Beispiel auch eine 6 kW Wärmepumpe installiert. Ja. Das Design bleibt dabei gleich und das muss ich auch sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Ihr könnt das ja immer gerne in die Kommentare schreiben, aber ich finde es wirklich schick, ne, mit diesem Grill da vorne vor und letzten Endes die Dimensionen und die Farbwahl, das gefällt mir schon. Der Grill vor allen Dingen, habe ich gelernt, der hat auch noch eine spezielle Funktion. Der verringert nämlich auch die Schallemissionen, genauso wie der eingebaute Ventilator und so weiter. Das sind alles Geschichten, also da hat sich LG auch so einiges einfallen lassen, um die Schallemissionen runterzubringen. Also Design und Funktion quasi vereint. Jetzt bei dem Gehäuse ist dann jetzt hier bei der Monoblock-Variante auch dann alles integriert oder also auch der Heizstab und die Regelung oder habt ihr dann auch noch einen Teil, was nach innen kommt? Also wir haben hier drüben das Innenteil. Achso, das ist die Inneneinheit dann praktisch. Das ist die Kontrolleinheit, ja. Die ich nehmen kann. Ich kann aber auch alternativ noch die Hydro-Einheit nehmen oder auch einen integrierten Wassertank mit einer Inneneinheit. Okay. Hier ist der Heizstab nicht integriert. Das ist gedacht für diejenigen, die schon einen eigenen Heizstab haben, einen Pufferspeicher schon haben. Da kann man das einfach integrieren. Dafür ist direkt die Wasserleitungen auf den Pufferspeicher, auf den Warmwasserspeicher. Und hier sind die Regelungskomponenten drin. Und bei den anderen Einheiten, dann kann ich auch direkt das Wasser anschließen. Also man hat drei Varianten, wie man die Wärmepumpe anschließen kann. Und auch hier möchte ich mich noch einmal einklinken, weil der Punkt durchaus interessant sein kann, ja, diese drei angesprochenen Varianten, die Wärmepumpe zu verbauen. Also grundsätzlich heißt natürlich Monoblock-Wärmepumpe, dass ich alles im Prinzip in einem Gehäuse habe und eben nicht wie bei einer Split-Wärmepumpe noch irgendeinen Kältekreis brauche. Das ist alles bei einer Monoblock integriert, was einen riesigen Vorteil mit sich bringt. Ich brauche nämlich für die Installation einer Monoblock-Wärmepumpe keinen Kälteschein, weil ich halt an die Wärmepumpe, an die Außeneinheit tatsächlich den Vor- und den Rücklauf meiner Heizung anschließe. Aber je nachdem, wie das jetzt bei dir im Heizungsraum aufgebaut ist, na, wie viel Installation du jetzt bei dem Heizungstausch zur Wärmepumpe praktisch neu machst, was vorhanden ist, was du übernimmst, brauchst du natürlich trotzdem noch für deine Monoblock-Wärmepumpe eine irgendwie geartete Inneneinheit. Die kleinste Möglichkeit, habt ihr ja gerade gesehen, das ist die sogenannte Control-Box. Da ist also wirklich nur die Regelung und Display und so weiter drin, um eben die Wärmepumpe von innen aus dem Heizungsraumhaus halbwegs komfortabel bedienen zu können. Ja? Dann brauchst du natürlich die ganze Hydraulik, ne? Das muss natürlich dann heizungsraumtechnisch irgendwie woanders vorhanden sein. Du musst also dann eine Übergabestation haben, der Heizstab muss dann auch irgendwo anders schon vorhanden sein. Das gibt es ja auch als externe Komponente und so weiter. Das ist da letzten Endes dann in dieser Inneneinheit alles nicht mehr drin. Alternativ hättest du dann die sogenannte Hydro-Einheit. Das ist eigentlich die, ich nenne es mal, klassische Inneneinheit für eine Monoblock-Wärmepumpe. Das heißt, hier ist jetzt auch noch ein kleines Ausdehnungsgefäß mit drin und die Regelung und halt entsprechend auch der Heizstab. Ne? Der ist meistens im Innenraum verbaut. Und da kannst du dann direkt deinen Vorlauf und deinen Rücklauf dann anschließen. Ne? Von da aus geht es dann weiter in den Wasserspeicher und so weiter. Ja, das ist so das, sage ich mal, das Klassische. So haben wir es bei uns im Prinzip auch. Und als dritte Variante hätten wir die sogenannte Kombi-Einheit. Da wird praktisch nochmal alles aus der Hydro-Einheit direkt in einen 200 Liter Warmwasserspeicher integriert. Auf den ersten Blick, wenn du es jetzt nebeneinander stellst, ist das natürlich dann die größte Variante, aber eigentlich ist das mit die interessanteste für die meisten, wenn sie halt so einen Heizungstausch vornehmen. Weil oft ist es so, dass du einen Warmwasserspeicher auch mit austauscht, ja, weil du einfach einen moderneren Warmwasserspeicher brauchst, vielleicht mit einem größeren Wärmetauscher und so weiter. Ja, also sprich, zur Wärmepumpe wechselst du in der Regel auch den Warmwasserspeicher. Und dann ist das eigentlich ziemlich interessant, weil du da natürlich alles in einem Gerät hast. Du hast also keine Einheit mehr, die irgendwo noch extern an die Wand angebaut werden muss, sondern letzten Endes alles in einem Gerät. Warmwasserspeicher und die komplette Inneneinheit für deine Monoblock-Wärmepumpe. Und das halte ich für eine ziemlich schlanke Lösung und eine ziemlich interessante. Ja, das Gute ist natürlich, dass man grundsätzlich die Wahl hat. Das heißt, für jeden Anwendungsfall, den man jetzt bei sich im Heizungsraum vorfindet, kann man eben die Therma-V entsprechend kombinieren.
Ja, nochmal zurück zur Wärmepumpe. Also Leistung, ja, vorhanden, ja, 9 bis 16 kW, das ist ja schon ganz ordentlich. Wie sieht das aus mit den Effizienzzahlen und so? Also wir sind in allen den Baureihen bei den R290 bei einem SCOP über 5. Mhm. Jedes Modell hat einen anderen SCOP, ja, aber gut, das unterscheidet die Gesamtheit immer über 5. Ja. Wir sind bei den Schallwerten auch, bei der großen, auch bei 16 kW, halten wir den Schall in 3 Meter Abstand, haben wir die 35 Dezibel. Zusätzlich haben wir die Abtauung verbessert. Wir haben unseren Verdampfer auf der Rückseite nicht nur eloxiert, den haben wir mit unserer Black-Fine-Beschichtung ausgestattet. Dadurch bleibt weniger Wasser an dem Verdampfer kleben. Okay. Und die Abtauzyklen verzögern sich, beziehungsweise ich habe mehr Wärmepumpenlaufzeit. Ja. Dadurch bin ich effizienter. Also ich muss mir das dann so vorstellen, dass bei dem Wärmetauscher die Lamellen nochmal speziell beschichtet werden, damit ihr eine noch bessere Effizienz erreicht, damit das Wasser besser abläuft. Ja, also genau. Das ist ja schon ein relativ hoher Level, wenn man sich da schon Gedanken drüber macht. Also ja, wir haben halt die Kompetenz seit 1968, bauen wir Wärmepumpen und Klimaanlagen. Ach so, okay. Ja, das ist halt auf dem europäischen Markt nicht so bekannt. Ja, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, wir waren die letzten 20 Jahre mehrfach Marktführer weltweit okay. in diesem Bereich. Das Know-how ist also bei uns da. Wir sind einer der größten Verdichterhersteller weltweit für Kälteverdichter. Also das machen wir alles im eigenen Haus. Wir haben eine Fertigungstiefe von über 90%, also hier ist selbst die Farbe von unserem eigenen Labor gebaut. Ja, dann ist natürlich auch gerade interessant für die Zuschauer auch so die Anwendung im Altbau. Jetzt haben wir eben schon gesagt, also eine hohe Vorlauftemperatur könnt ihr damit realisieren, also bis zu 75 Grad, das ist ja meistens nicht so effizient. Man versucht ja in der Regel so mit Fußbodenheizungen oder Flächenheizungen allgemein so im Bereich 35 bis maximal 40 zu liegen. Die Schallgrenze ist ja immer so 55 Grad Celsius, dass man da noch mit Heizkörpern arbeiten kann. Und ist ja meistens, ich habe eben gesehen, da seid ihr ja auch bei A++++. Ja. Das liefert ihr also. Das heißt also, im Prinzip ist das ja auch die ideale Anwendung dann für eine Altbausanierung, dass ich eine alte Ölheizung, eine alte Gasheizung rauswerfe. So habe ich zum Beispiel bei mir auch gemacht und dann letztendlich eine Monoblock-Wärmepumpe einbaue. Weil ich da ja den Vorteil habe, dass ich das System einfach an das alte Heizsystem anschließen kann und letztendlich funktioniert das. Genau. Also wir haben uns Gedanken gemacht, was das Sinnvollste ist für den deutschen Markt jetzt in der Ersteinführung. Da haben wir uns ganz klar für die 16 kW Wärmepumpe entschieden und die großen Chassis bis 9 kW, weil die natürlich die meiste Anwendung im Altbau finden. Also die Wärmepumpe ist extra für diesen Anwendungsfall auch konzipiert, dass sie die hohen Temperaturen kann, dass sie Warmwasserbereitung machen kann und auch, dass er einfach damit zurechtkommt, sage ich mal, höhere Temperaturen zu erzeugen. Ja, und das ist nochmal ein ziemlich interessanter Punkt, deswegen grätschen wir da nochmal schnell rein, ja, weil gerade die Umrüstung von Bestandsbauten auf eine Wärmepumpe ist ja eigentlich das große Thema in der Altbausanierung und da muss man wirklich sagen, das ist ein spezieller Fall, wo man bei der Auswahl der Wärmepumpe immer darauf achten sollte, dass die auch tatsächlich für eben so ein Einsatzszenario geeignet ist. Ja, die Therma V ist jetzt ja nun leistungsmäßig relativ hoch erstmal angesiedelt, ist ja auch temperaturmäßig relativ hoch angesiedelt, aber da kommt dann das zum Tragen, was ich eben schon meinte, die Effizienz ist natürlich dann meistens bei niedrigen Temperaturen trotzdem noch mal besser. Ja? Und wenn ich eine hohe Leistung habe und ich habe eine gute Effizienz, dann kann ich das Ganze eben natürlich auch nicht nur bei komfortablen Außentemperaturen ausspielen. Also ich sag mal so diese bekannten Arbeitspunkte, 7 Grad Außentemperatur, 35 Grad Vorlauftemperatur, den können fast alle Wärmepumpen vernünftig abbilden heutzutage. Ja, die Therma V, die liegt da in so einem Bereich von MSCOP 5,1 bis 5,4. Ja, das ist also absolut super. Ja. Aber das ist nichts Besonderes, das kriegen auch andere Wärmepumpen hin. Interessant wird es erst, wenn du bei höhere Vorlauftemperatur hast, weil selbst da liegt die Therma V immer noch in einem Bereich von gerade so unter 4. Und das ist schon durchaus interessant. Das ist eben der Punkt, was ich eben schon meinte. Ja. Du musst eben bei so einem Altbauszenario daran denken, du hast eine hohe Heizlast und gerade im Winter ist es ja nun mal außen kalt und wenn du ein Haus hast, was nicht so gut gedämmt ist, dann brauchst du da erstmal relativ hohe Vorlauftemperaturen und du musst auch sehr viel Leistung in die Räume bringen, um die letzten Endes auch warm zu bekommen. Und das muss die Wärmepumpe schaffen und dabei darf eben die Effizienz nicht zu stark in den Keller gehen. Und deswegen ist sowas schon mal ein gutes Zeichen, ein SCOP von knapp unter 4, das ist also schon sensationell. Das ist also ein ganzes Stück besser als meine Wärmepumpe. Und von daher glaube ich auch, dass die wirklich da auch an der Stelle wirklich sehr gut geeignet sein kann für die Umrüstung letzten Endes für einen Altbau.
Ja, das ist ja schon mal alles ziemlich interessant, was jetzt die Wärmepumpe schon mal mit sich bringt. Aber was ja auch interessant ist, ist ja die Konnektivität, gerade im Bereich Photovoltaik. Und ich denke, man wird es ja auch schon gesehen haben. Wir stehen ja hier praktisch direkt vom Wechselrichter und Speicher, was ihr ja auch im Portfolio habt. Und ja, wie sieht das denn aus mit der Konnektivität? Kann ich dann also die Wärmepumpe, sage ich mal, intelligent von meinem Wechselrichter bzw. das Ganze intelligent steuern lassen mit meinem PV-Ertrag und so weiter? Ja. Also unsere Wärmepumpe ist immer so ausgestattet, dass wir verschiedene Integrationsmöglichkeiten haben. Einmal haben wir die Modbus-Konnektivität, das Modbus-Modul ist sowieso schon drin. Wir haben die SG-Ready-Schnittstellen für Fremdanbieter und zusätzlich können wir unser eigenes LG-ESS-System mit integrieren. Der Vorteil der Integration ist, der Wechselrichter und die App übernehmen die Steuerung der Anlage. Sprich, die Anlage überprüft ständig, ist es nötig, dass jetzt die Batterie nur geladen wird oder habe ich genug Sonnenenergie, dass ich gleichzeitig die Wärmepumpe schon laufen lassen kann. Dort haben wir vier Schnittstellen, wo wir vier Schaltpunkte schalten können, der Wärmepumpe, verschiedene Leistungsbereiche, dass man die PV-Anlage möglichst effizient ausnutzt. Mhm. Also da kann ich praktisch, das kann ich dann wahrscheinlich einstellen, dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt morgens, ich habe zwar, der Warmwasserspeicher ist zwar jetzt nicht kalt oder es ist nicht kritisch, aber ich hätte Überschuss, bevor ich den einspeise, möge er bitte die Wärmepumpe anschmeißen, damit ich einfach den Warmwasserspeicher komplett aufheizt mit der Energie, die ich lange zur Verfügung habe. Oder zum Beispiel der Pufferspeicher der Heizung wird noch um 5 Grad angehoben. Ja, oder noch, ach ja, eine Überhöhung. Ja, geht und das muss man auch nicht unter Volllast der Wärmepumpe machen. Also es sind frei programmierte Werte, die ich eingeben kann. Da kann der Wärmepumpe fahren, wenn der und der Lastzustand da ist, der PV-Anlage, dann darfst du mit der und der Leistung ziehen. Kann ich das als Endkunde einstellen oder ist das eine Sache, die dann so mehr vom Installateur dann... Das sollte eigentlich vom Installateur eingestellt werden, weil einfach man muss auch das Know-how haben, welche Werte möchte man da verändern. Dass da nicht nur Blödsinn bei rumkommt. Genau, weil es macht keinen Sinn, dann utopische Werte einzustellen. Wir wollen hier effizient heizen und da muss das schon ordentlich eingestellt werden. Ja. Und wie sieht das dann aus, wenn ich jetzt sowas, was ja auch in Zukunft wahrscheinlich mehr kommen wird, sind ja so dynamische Stromtarife. Kann ich das da auch mit abdecken dann mit der Steuerung? Ja, das ist bei unserem ESS-System ist das schon integriert. Okay. Also es ist vorbereitet, dass wenn die dynamischen Stromtarife wirklich alle so kommen, dass darüber auch die Wärmepumpe und das ESS-System gesteuert wird. Mhm, okay. Ja, persönlich halte ich das auch für einen sehr interessanten Punkt, ja, dass ich eben die Wärmepumpe in irgendeiner Art und Weise von außen regeln kann. Also durch ein Smart Home System oder durch irgendeine andere Möglichkeit. Ja. Weil es ist immer häufiger so, dass es eben auch bei den privaten Häusern, du hast zum Beispiel so eine Photovoltaikanlage installiert, du hast einen Batteriespeicher, der ein oder andere hat vielleicht auch ein E-Auto. Irgendwann kommt ja vielleicht auch mal bidirektionales Laden für das E-Auto. Genauso wie eben die dynamischen Stromtarife, dass das Ganze noch so ein bisschen ausgereifter wird. Und dann ergibt sich natürlich ein Gesamtsystem. Die Wärmepumpe ist ein relativ starker Verbraucher, also einer der Großverbraucher des Hauses, vor allen Dingen halt im Winter. Und wenn ich das dann kombinieren kann mit meiner Photovoltaikanlage zum Beispiel und da schon mal sehen kann, wenn ich jetzt Überschussstrom zur Verfügung habe, dass ich dann die Wärmepumpe entsprechend ansprechen kann und so weiter, dann ist das durchaus interessant, weil viele Wärmepumpen an der Stelle noch in Anführungszeichen relativ unintelligent sind. Die kann man höchstens über einen Schaltkontakt ein- oder ausschalten. Und da kann man sich natürlich auch so ein bisschen bastelmäßig mit beschäftigen, aber so richtig als System von einem Hersteller ist das Ganze noch relativ schwierig. Und da finde ich das ganz gut bei LG, die haben ja auch dieses hausinterne SyncQ-System, das ist ja auch so ein Smart-Home-System, wo man dann letzten Endes auch die Wärmepumpe mit einbinden kann. Und wer dann eben noch Photovoltaik hat, Batteriespeicher, wie auch immer, der kann dann aus diesem Gesamten ein relativ interessantes, zukunftsfähiges System bauen. Und damit kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und ein Fazit von meiner Seite. Also ich muss sagen, grundsätzlich die Therma V sieht mir nach einer ziemlich interessanten Wärmepumpe tatsächlich für die Altbausanierung aus. Die Leistungsklassen sind, sage ich mal, entsprechend breit gefächert, sodass man also vom kleinen Einfamilienhaus bis durchaus auch zum wirklich großen Altbau oder eben auch alternativ bis zum Zweifamilienhaus eigentlich alles abdecken kann. Dazu, mir persönlich gefällt das Design wirklich sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wirklich schick.
schick. Also so eine würde ich mir tatsächlich auch vors Haus stellen. Vor allen Dingen eben, wenn sie dann noch in etwas kleineren Gehäuse daherkommen, weil wie gesagt, für ein normales Einfamilienhaus war das natürlich jetzt eine etwas zu große Variante, die da auf der Messe ausgestellt wurde. Grundsätzlich interessant finde ich immer alles, was mit Energiemanagement zu tun hat. Das heißt also auch bei der Therma V, dass man eben die Möglichkeiten hat, das eben mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren, ja, oder eben auch mit dem hauseigenen SyncQ-System von LG auch mit Smart Home anzubinden und so. Das ist natürlich auch Technik der Zukunft, sage ich mal. Das müssen eigentlich diese Generation der Wärmepumpen alle mitbringen, damit das auch zukünftig, gerade auch im Bereich der ja, Energieverteilung, Nutzung, aber auch sowas wie dynamische Stromtarif und so weiter, denn auch entsprechend alles miteinander harmoniert. Vielen Dank an der Stelle auch an die Firma LG für die Einladung auf ihren Messestand auf der diesjährigen IFA in Berlin und natürlich auch dafür, dass der Vertriebsleiter, der gute Steffen Thomas, sich auch ein wenig Zeit für mich genommen hat, ja, nicht nur für das Interview, auch so meine Fragen mal zu beantworten. Wir haben also auch so sehr viel noch miteinander gesprochen. Er hat mir einiges erklärt, wie das Ganze funktioniert, auch in der Entwicklung. Ich habe einiges auch über die Historie von LG gelernt. Das war auf jeden Fall mal ziemlich interessant. Ja. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, die Therma V an der Stelle, das ist schon eine Produktserie, die man ein bisschen im Auge behalten sollte, ja, gerade wenn jetzt auch die etwas kleineren Leistungsklassen kommen, weil ich denke mal, da hat wirklich LG auch eine ganz vernünftige Wärmepumpe, besonders eben auch für die Altbausanierung jetzt im Portfolio und ja, das bleibt mal interessant abzuwarten, wie da dann so die Erfahrungen aus dem Feld, vielleicht hat ja einer von euch bereits so eine LG Therma V verbaut, ja, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich durchaus mal interessieren. So, dann ansonsten, wenn noch was sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe natürlich noch mal eine Videoempfehlung für euch. Wir haben jetzt ja heute über die Monoblock-Wärmepumpe gesprochen, allerdings natürlich nicht so jetzt auf die speziellen Vor- und Nachteile von der Technik sind wir ja heute nicht eingegangen. Dazu habe ich nämlich noch mal ein eigenes Video gemacht. Das kann ich euch mal hier verlinken. Da geht es ausschließlich um Monoblock-Wärmepumpen und was sie eben hauptsächlich von den anderen Split-Wärmepumpen unterscheidet. Wer das interessiert, der kann ja gerne mal reinschauen. Dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.